Sens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Ich weiß, ihr habt es vermisst, ich weiß, ich gehe euch auf die Eier mit Zombies, aber es ist einfach der einzige Spielmodus, der sich halbwegs normal spielen lässt. Wir spielen heute auf der... Einfach alle Tasten drücken. Also wir spielen heute auf der Map Five Nights at Freddy's 2, erbaut vom Speed 2000. Speed, nice Maps, falls du das als Play siehst. Und das war eine schnelle Runde. Nun denn. Wie gesagt, ab morgen kommt auch wieder South Park. Ich muss mich nochmal dafür entschuldigen, dass ewig nichts kam. Ich weiß nicht, ob ich das im Let's Play erwähnt habe. Jedenfalls, ich hatte aufgenommen für 7 Parts. Aber ich hatte dann das Pech, dass ich aus Versehen meinen Spielstand, auf dem ich aufgenommen hatte, gelöscht habe. Ich frag mich nicht, wie ich das hinbekommen habe. Das ist Inkompetenz hoch 1 Milliarde. Ja, aber es ist passiert. Unfälle passieren mal. Sorry, auch ich bin nur ein Mensch. Mit Schwächen. Fast nur wenigen Schwächen, aber auch ich habe welche. Ach, fick dich, One-Shot. Oh, Mann. Ja, eine Eier, auf jeden. Nein, du Hurensohn! Boah, Alter, da will ich einfach nochmal sagen, Schwachwächser Hurensohn, deinem rate ich schon, ey. Boah, wat Noob! Wat Noob! Nates! Boah, Alter, ey, ich krieg Ebola. Oh, scheiße. Ich glaube, da war ich Brickshotted. Naja, machst du nix. Puh, oh. Jetzt geht es aber ab hier, ey. Go, Patty! Alter, was ein Massenmörder hier. Boah, jetzt habe ich 3 Leute überholt, ey. Seriously? Wie würde Al Gore auch sagen? Das ist... Ich bin super Ernte gerade. Naja. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier. Ja doch, wir bleiben hier und wir verstecken uns jetzt. Nein! Warum ich? Warum? Ist doch schwul. Okay, also die meisten der Billo-Bongos sind da hinten. Einige zogen sich dort zurück. Nummer 1, Nummer 2. Irgendwie müssen wir auch mal zu Score kommen. Ne, das ist Lucky the Man, mit dem habe ich noch Kill. Da war ich gerade on a row. Ja, Leute, ihr seht es vielleicht, ich bin top motiviert. Wirklich absolut einwandfrei. Ich freue mich richtig, dass ich wieder Brickforce zocke. Ist einfach mal eine schöne Unterbrechung zu dem ganzen Farm, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Und ich freue mich tatsächlich auch endlich wieder mal was aufzunehmen im Brickforce, was nicht spieltechnisch war. Es ist einfach hammergeil. Vor allem jetzt, weil, wie gesagt, normalerweise habe ich ja nur minderwertige Community-Räume, irgendwie sowas wie Zombie, XP, XP, XP oder irgendwie so ein Müll. Einfach nur farmen ist für Zombies, aber es gibt noch ein paar faire Maps. Und wenn man dann noch Raum 1 absnaggelt, an dieser Stelle danke an dich, Pettix. Du hast den Raum abgezogen, du hast ihn mir dann überlassen. Wirklich... So ein... Nein! Ich schwöre, der Schraubenzieher schickt immer über mindestens 5 Felder, ey. Ja! Ebola! Und ja, ich darf so rumschreiben, meine Familie ist gerade nicht da, die ist gerade bei Kumpels. Beziehungsweise bei Freunden, bei einer Freundin von meiner Schwester, weil die Mutter da irgendwie 50. feiert. Keine Ahnung, ich sehe da auch nicht durch. Wer lebt... Lol, der ist aber gut versteckt. Happy XD hat sich gerade eingeloggt. Der ist ja gerade beim Noah, hat aber kein TS. Erstmal kurz anflüstern. Was? Wieso ist der offline? Hallo, wenn ich ihn als Hurensohn beleidige, dann hat er gefälligst diese Nachricht auch zu empfangen. Alter Junge, ey. What the fuck? Ich hatte gerade nur 30 FPS. Wechsel nach! Nein! Oh oh. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Scheiße! Scheiße! Mama! Hi! Ach, Müll. Naja, kann auch mal passieren. Nun denn. Wo haben sie sich denn versteckt? Ah, das ist Luki. Und der ist jetzt auch weg.
2280 Score gehen auf der Map auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Und ich freue, wie gesagt, ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr zwar gern wieder sehen würdet. Ich weiß, Zombies ist jetzt extrem einseitig und ich habe auch gelesen mit 2 und 2. Also wie gesagt, ich hatte neulich mal in einem älteren Video, hatte ich ja mal diese Abstimmung, was wünscht ihr euch für das nächste Jahr? Irgendwie mein Jahresabschlussvideo. Und ich weiß, es sind CWs und 2 und 2s gefragt und ich kann euch aber versichern, am 17. bekommt der liebe Vivo seinen neuen PC. Und je nachdem, wie der damit einverstanden ist, werde ich mit dem auch 2 und 2s machen, beziehungsweise aufnehmen. Dann wird aufgehört, Bienen zu farmen. Dann ist... Was mache ich denn? Nein, 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 nein! Wo bleibe ich? Was denn bitte? Panikreaktion von 5000. Ganz ruhig. Wir sneaken uns jetzt richtig leise an den ran. Sorry Leute, da mache ich lieber den Hasenfuß als den Helden. Oh du Hurensohn! Wollte ich gerade sagen, mache ich lieber den Hasenfuß als Heldentod, aber okay. Oh, ich glaube, das. Nein, das über. Ja, Headshot, okay. Das werde ich, das hätte ich sowieso nicht überlebt. Kommt, haut ihn weg. Es nur noch One-Shot lebt, oder ja, One-Shot hat sich da einen guten Punkt rausgesucht. Lustig. Nun denn, 2600 Score gegen Sponta habe ich hier in Score Battle. Mal gucken, wenn Sponta weiter verspielt, hole ich den vielleicht auch Clan. Aber jetzt nichts davon sagen. GP, wie weit? Also auf solche Fragen, ich, wie gesagt, normalerweise antworte bzw. schreibe ich in einem Let's Play generell nichts zurück. Ich bin immer generell sehr offen und dann halt solche Sachen wie so, wirklich sowas, was mir total auf den Sack geht. Wenn man wirklich, sag mal... Ich bin jetzt nicht der Allbekannteste und trotzdem werde ich schon jetzt öfters mal gefragt, so GP, machst du hier? Auf sowas antworte ich nicht, aber so auf solche Fragen, wo ich dann zum Beispiel vorhin wurde ich, glaube ich, gefragt, wartet mal ganz kurz, geht der Zombie-Bug noch? Auf sowas antworte ich natürlich auch nicht, aber so auf solche Fragen, so ey GP, kannst du mir kurz da helfen? Also da bin ich gerne bereit zu helfen. Aber wenn ich, aber bitte akzeptiert das auch, wenn ich im Let's Play bin, muss ich mich ein bisschen aufs Labern konzentrieren. Beziehungsweise auf das Zocken an sich, weil das ist. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Aber es ist, wenn man zu zweit ist und dann zockt und dann redet, da geht Let's Play übelst flüssig von der Hand. Da könnt ihr jeden fragen, den ihr wollt. Das ist wirklich so. Wenn man einen Co-Moderator mit dabei hat, mit dem man reden kann, dann ist das alles sau easy. Dann kann man wirklich reden, 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 reden und hat dann nicht die geringsten Probleme. Also so ist es zumindest bei mir und ich denke auch, das ist bei allen anderen so. Weil ihr könnt, da hat man halt ein Teampartner, den man halt... Oh, scheiße. Oh, fuck, ich weiß nicht, wo ich... Wo soll ich hin? Fuck, 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 fuck. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Dem... So ein Hurensohn. Nun gut, muss man ihn lassen. Was, Tommy? Du Mistgeburt, du Arschgeburt, du arschbastigster Hurensohn, deine Mutter hatte ich schon, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So eine Arschgeburt, ey. Arsch. Arsch. Oh, oh. Ich chill ja erstmal meine Base. Dubdidu. Nein! Nein! Ja! Oh, oh, tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass dieses Let's Play... Oh Gott. Skiller GP. Dass dieses Let's Play gerade etwas unseriös ist. Da möchte ich mich in... Nein! Oh, was mache ich denn? Was mache ich denn? Oh Mann. Oh Mann. Na gut. Das war's von mir für diese eine kleine lustige Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Konstruktive Kritik immer gerne in die Kommentare. Ich bin bereit, alles anzunehmen. Und bis dahin, wem es gefallen hat, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.